Schönen guten Morgen, Rosselot. 12 Taler. Das sind riesige Kürbisse. Was krieg ich denn für 10? Für 10 kriegen Sie zum Beispiel 5 Äpfel. 5 Äpfel? Oh, ich habe aber nur 10 Zehen. Oh, kann ich auch Ihre 10 verwenden? Morgen. Was halten Sie von 10 als Währungsmittel? 10? 10, ja. Der gute Mann hier erklärt mir gerade, dass 10 eventuell ein Währungsmittel sind. Na gut, also 12. Ich gebe dir eine auf die 12 und dann krieg ich 5 Äpfel. Das wird ja immer wilder hier. Na, du wolltest doch 12. Die kann ich dir geben. Ja, wo ist denn die 12 überhaupt? Na, da oben. Im Hinterstübchen. Ah, guck, wir haben hier keine Hinterstube. Hilfe! Hilfe! Oh, ich kann dir auch helfen. Hier, bitteschön, mein Freund. Guten Morgen alle zusammen. Darf ich jetzt meinen Kürbis haben? Oh. Weiß ich nicht, ob der Morgen so gut ist. Jetzt fühle ich mich aber sehr schlecht. Ja, ich bin ganz benommen hier. Auf die 12 bekommen, ja. Und daraufhin hat er mir mit seiner Axt auf den Kopf geschlagen und meinte, ja, auf die 12. Und ich bin jetzt sehr verletzt. Okay. Ja. Oh nein. Es tut sehr weh. Was machst du denn da noch hier? Du musst schnell zur Heilerin gehen. Aber ich musste doch die Stellung halten. Ich konnte doch nicht den Stand aufgeben. Du bist so tapfer, junger Mann. Aber nun husch, husch. Na gut, aber Sie sind hier in Ordnung, ja? Sie schaffen das alleine? Ja, ich hoffe, der Wind ist nicht so stark. Ich werde es den Kunden wohl erklären können. Ja gut, ich beeile mich auch, ja? Aua! Aber langsam, junger. Quacksalbe. Hallo? Oh! Guten Tag. Guten Tag. Gott zum Gruße. Ich bin Bruder Gaius. Seid ihr der örtliche Quacksalber? Nein, in der Tat bin ich das eigentlich nicht, sondern ich bin gerade auf der Suche nach einem Heiler. Was? Jemand hat sie mit der Axt attackiert. Wer war denn das? Ich werde die heilige Raute den Gruß einmal auf sie verrichten. Ach, danke. Ich habe schon fast das Gefühl, dass es mir besser geht. Scheiße werfen gilt als Verbrechen. Mann, das ist wie ein richtigen Amt. Jetzt muss ich ewig warten wahrscheinlich. Ah, hier ist das Wartezimmer. Okay. Warte, hier gibt's Quests, Alter. Von Astibald bekannt. Eigentlich bin ich ja auch immer noch verletzt. Ich muss mich ja eigentlich immer noch heilen lassen. Die Ereignisse überschlagen sich mal wieder hier. Geht es ihm schon besser? Grüße. Ich suche Nahrung für mein Pferd, Vergeltung. Klar. Was habt ihr? Ganz viele Kartoffeln zum Beispiel und Kürbisse, riesige Kürbisse. Sehr saftig und groß. Gib mir 10 Kürbisse. Ich habe 6. Ich will 10 Kürbisse. Ja, kein Problem. Wir haben 6 große und 4 kleine. 1, 2, 3, 4. Oh, ich helfe Ihnen. Die kleinen Kürbisse. Durial, rechne doch mal schnell aus. 2, 3, 4. Das wären dann 84 Taler. Es fehlt ein kleiner Kürbis. Oh, hier, noch ein kleiner Kürbis. Leg doch noch einen kleinen Kürbis drauf, auf dass der Kunde nicht so schnell wiederkommen muss. Ah, das ist eine hervorragende Idee. Für treue Kunden machen wir das ja gerne. Hier habt ihr noch einen Bonus, kleinen Kürbis. Wie viel macht das? 84 Taler. Ich komme morgen wieder und dann will ich 10 große Kürbisse. Alles klar, wir bereiten die schon für euch vor. Reservieren die auch, die besten und größten und saftigsten, ja. Mit wem haben wir denn die Ehre? Dem schwarzen Ritter. Frau Ella, der ist doch gar nicht schwarz. Aufregen. Darf ich euch wieder 12 geben? Nee. Und bitte auch nicht der Frau Ella. Und du möchtest wirklich ein Ritter werden? Sowas wie der da? Naja, vielleicht nicht direkt ein Schwarzer. Ich dachte eher so ein Weißer vielleicht. Leuchtende Augen. Er erinnert mich an die Untoten von letzten Jahr. Untote. Das heißt, es gab hier auch wirklich einen Drachen. Aber es gab Gerüchte über ein Drachenei. Ein Drachenei. Was ist es? Weiß nicht so. Es sah aus wie eine Art Umhang. Ja, oder es ist vielleicht der Umhang eines Magiers.
Ja, das wird mich nicht wundern. Halte dich fern vom großen Turm. Er müsste in der Richtung sein. Was ist das für ein Turm? Und ja, letztes Jahr, da war ich ein bisschen abenteuerlustig und der Nero auch. Und dann sind wir zu dem Turm und dann kam eine dunkle Gestalt und meinte, wir sollen umkehren und dass der Turm Chat, ihr wisst genau, was heute passiert. Das ist ja sehr, okay, also ja, ich halte mich auf jeden Fall von dem Turm fern. Oh je. Der dort drüben war, meintet ihr, ja? Ja. Genau, dort ist er. Dort solltet ihr einen großen Bogen darum machen. Wo laufen denn alle hin? Herr Alricus, wo laufen denn alle hin? Oh, der König steckt wohl auf dem See fest in einem Boot. Könnte ich bitte etwas zu essen haben? Was zum Teufel geht hier vor sich? Ich hab den... Wieso hat dieses kleine Boot überhaupt einen Anker? Ich verstehe es nicht. Ans Ufer. Schafft das. Rettet den König, rettet ihn! Werter Ritter, ich hätte eine Frage. Ja, bitte. Wie wird man eigentlich ein Ritter? Wenn euer Blut und euer Schwert und eure Kleidung eins werden mit dem Blut eurer Gegner, dann werdet ihr zu einem schwarzen Ritter. Oh, okay. Also fehlt mir eigentlich nur ein Schwert und Blut eines Gegners. Okay. Hab vielen Dank. Was ist denn los, Frau Drag? Auf den Weg! Hat jemand die Hose des Prinzen gesehen? Was hat er denn eben hier hereingeworfen? Er spricht die lauter! Etwas lauter, bitte! Fähigkeiten anwenden. Nun kommen wir zu dem Gebet. Mutig und freundlich. So tapfer und gläubig. Fröhlich und stark kämpft auch er für dich. Lebt im Wald unter Bäumen und Steinen. Im Himmel in euch und selbst in Höhlen, da ist er zu Haus. Der heilige Longsheng fliegt hier und dort und überall. Er ist für dich da, wenn du ihn brauchst. Das ist der heilige Longsheng. Lasst euch verzaubern von seinem Geheimnis. Der Glaube bringt die Kraft, das Abenteuer lacht. Gemeinsam könnt ihr so viel mehr noch erleben. Kommt doch zur heiligen Raute und singt einfach mit. Longsheng ist hier und dort und überall. Er ist für dich da, wenn du ihn brauchst. Das ist der Longsheng. Das ist der heilige Longsheng. Longsheng! Oh, dieses Manöver. Eine schnelle Entscheidung. Hey, der heilt sich gerade. Das ist wie so ein Dark Souls PvP, Mann. Genau so sieht das aus. Ja! Oh, nee. Oh. Ja! Zunehmend! Der Mächtige! Ja, das war episch. Als Sieger eine kurze... Episch scheiße. Also, Frau Trake, ich glaube, ich könnte das besser. Ja, wirklich? Ich glaube schon. Und lass dich doch mal beraten, was so ein Schwert kostet, wenn es dich so sehr interessiert. Ist das überhaupt erlaubt für so einen normalen, eine Nichtwache und so? Ich kenne den einen Schmied sehr gut, vielleicht könnte ich mit ihm reden. Das würdet ihr tun? Also ich kann ja mal fragen. Und ich merke, es ist dein innigster Wunsch. Verzaubert bist du von Drachenjagd und von Rittertum. Und dass du dich getraut hast, mit diesem Ritter zu sprechen, das hat mir ja sehr imponiert. Und wenn es dein Wunsch ist, kann ich das wohl tun. Naja, oft ist der erste Schritt auf einer langen Treppe ein bisschen Mut. Ja, es könnte dich natürlich auch ins Verderben führen, mein Junge. Also ich weiß nicht genau.
Aber man soll doch auch seine Träume leben, nicht wahr? Nun, die Heilerin steht hier direkt neben mir. Rana, lies dir einmal die Aufträge durch. Sie sind sehr spannend. Euch habe ich heute Morgen gesucht. Mir wurde nämlich mit einer Axt auf den Kopf geschlagen. Oh, das klingt schmerzhaft. Benötigt ihr noch Hilfe? Noch etwas. Also mir geht's schon viel besser. Ich habe gute Selbstheilungskräfte, aber so ein bisschen fühle ich mich immer noch schwummerig und so. Also meine Dienste sind nicht umsonst, aber sie sind auch nicht kostenlos. Weder umsonst noch kostenlos, okay. Bloop, bloop. Geht es euch besser? Das fühlt sich alles schon... Ja. Oh, wow. Das, okay, ja, ja. Was war das? War das ein Gebet? Nein, das waren Heilkräuter, die allerdings durch meine Stimme aktiviert werden. Außerdem habe ich hier hinten so einen kleinen eingeklemmten Nerv gefunden. Darum habe ich mich auch direkt gekümmert. Oh, jetzt wo ihr es sagt, ich fühle mich plötzlich, als wären meine Schultern viel lockerer. Das ist ja... Ja. Okay, ihr wisst wirklich, was ihr tut. Also, Respekt. Oh. Mein Herr. Oh. Hier kostet eine Kartoffel. Grüße. Wie viel kostet eine was? Kartoffel? Eine Kartoffel? Drei Taler. Ja. Drei Taler. Drei. Wir gehen in die Taverne. Da kostet der zwei Taler. Wirklich? Da habe ich sie für zwei Taler gekauft. Das ist doch verrückt, weil die Taverne von uns die Kartoffeln für drei Taler kauft. Hallo? Hm. Was soll das werden? Komm noch kurz. Ach nein, das war ein Apfel. Entschuldigung. Ach so. Ja, die Äpfel waren zwei Taler. Die sehen sich auch so ähnlich. Ich meine, ihr Großvater wurde von einer Axt niedergestreckt. Das macht sie sehr nervös. Ich wurde heute Morgen auch fast von einer Axt niedergestreckt. Oh, das ist aber nicht gut. Da müssen Sie aufpassen. Äxte sind wirklich sehr gefährlich, gerade wenn sie das habe ich auch gemerkt, ja. Haben Sie etwa heute bei diesem Kampf teilgenommen? Oh nein, aber ich hätte gerne, weil, also ganz ehrlich mal unter uns, das war ja eine schlechte Vorstellung, oder? Ja, also wenn ich für Astibald gekämpft hätte, wäre der jetzt der neue Bürgermeister oder so ähnlich. Sowas dachte ich mir auch, ja. Dem anderen Typen vertraue ich nicht, ich weiß nicht, der ist so. Ich vertraue hier sowieso keinem Politiker, die haben doch alle Dreck am Stecken irgendwie. Auf zum Haus, wer wohnt der Bürgermeister? Was vernehmen meine Ohren? Wird gemacht. Wird nicht gemacht. Was ist jetzt? Chaosius, was ist los? Komm, sag doch mal. Der Bürgermeister will Unzucht mit einer festgehaltenen Dame treiben. Widerlich. Wer ist denn die festgehaltene Dame? Es ist okay, wenn die festgehaltene Dame dazu einwillig ist. Die Schwester des Rotschopfes. Das ist ja also schrecklich. Wir sollen es auf keinen Fall dem Rathaus oder der Post sagen. Übernehmt ihr die Post oder das Rathaus? Also ich nehme die Post, die kenne ich schon. Dann, wo ist mein Huhn? Oh, Frau Drachke. Du, Real, bist du etwa immer noch am Arbeiten? Ja, natürlich. Aber hier ist, das interessiert euch vielleicht, hier ist gerade eine große Gerüchteküche am Brodeln. Dass ein Bürgermeister Unzucht betreiben will mit einer festgehaltenen Frau oder so. Ich sagte, das sollte man sich reiflich überlegen. Ihr sagtet, wieso folgt ihr einem falschen Gott? Das war nicht, was ich sagte. Aber genau das kam aus eurem Munde. Ich befürchte, ihr habt euch da leider etwas verhört. Wie mir scheint, sollte ich mich beeilen, denn je tiefer die Sonne steht, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich euer Fleisch von eurem Knochen pelle. Weichet, Dämon, weichet! Der heilige Longshank schenkt mir Kraft, euch zu widerstehen. Was war das denn? Ein Dämon, der hier sein Unwesen treibt. Der Meister ist ein Dämon? Aber ich glaube fest an den heiligen Longshank. Der Marktplatz ist kein sicherer Ort. Beeilt euch! Im Namen des heiligen Longshank. Ist das der schwarze Ritter? Chat. Schwarzer Ritter plus, ich glaube, das ist die Prinzessin. Oder... Der geheimnisvolle Turm des Magiers. Das führt halt aus der Stadt raus. Ich war hier noch nie. Am Abend begebe ich mich auf
Spaziergänge durch die Wälder und bin meistens alleine und das gehört zu meiner täglichen Routine. Und deswegen war ich sehr verwundert, euch hier anzutreffen. Ihr wisst, dass dieser Wald Gefahren birgt. Nun, das weiß ich. Und irgendwie werde ich immer von Gefahren angezogen. Ich weiß auch nicht warum. Und wahrscheinlich ist das dumm. Aber irgendwie zieht es mich immer wieder in den Wald. Okay, die Prinzessin läuft immer wieder in den Wald? Und Frau Trake meinte ja auch, dass die Prinzessin sich sehr verändert hat im letzten Jahr. Oh Gott, oh Gott. Vergeltung! Eine mystische Begegnung. Was heißt mystisch? Das ist doch nur die Vergeltung. Wir haben uns vorhin unterhalten. Wie bei meinem Michi. Komm, du kriegst auch was. Will ja nicht so sein, das wäre ja unfair. Ja, fein. Soll ich sie nach Hause bringen, Prinzessin? Ey, oder? Nein, ich bin in guter Gesellschaft. Okay. Dann will ich gar nicht weiter stören, ja? Alles klar. Super. Dann muss ich ja auch mal kurz ums Wohl aller kümmern, ne? Super. Ach, Prinzessin, ich reiß mal. Alles Gute, ja? Los, Michi, zeig mal, was du drauf hast. Ja! Hinter dem Haus verbirgt sich jemand. Und dann werde ich ihnen folgen und auf ihrem Wege beschützen, wenn sie durch den Wald gehen wollen. Ich habe echt Herzklopfen gerade. Das ist super spannend, aber ich bin auch sau neugierig. Wie hoch ist die Chance, dass die mich hier überhaupt sehen können? Doch ziemlich gering, oder? Außer man hat irgendwie magische glühende Augen. So wie der Ritter. Der hat legit gerade in meine Richtung geguckt und die Augen haben gestrahlt. Das ist so fucking creepy, Alter. Wie geil das ist, Mann. Ich hocke halt die echt im Busch versteckt. Warum sind denn hier auch so viele Menschen? Das ist hier halt auch komplett abseits. Also hier ist eigentlich überhaupt nichts. Ich würde so gerne näher ran, um zu verstehen, was die genau belabern. Aber wenn mich der Typ erwischt, also rein RP-technisch, bin ich dann sehr wahrscheinlich tot. Die Sache ist die, wenn ich rauskriege, wo die genau hingehen, ich nehme mal an, hier ist irgendwas. Wenn ich das rauskriege, wo die hingehen wenigstens, dann könnte ich das morgen Abend bei der Session kann ich halt, dann sage ich zu der Frau Trake, ja Frau Trake, ich muss mal kurz aufs Klo oder so oder ich muss mal ein bisschen weiter weg. Und dann könnte ich das hier untersuchen. Jetzt muss ich aufpassen mit dem Licht hier. Voll das Stealth-Game gerade, Mann. Ich habe da gerade was ganz Komisches beobachtet. Ihr kennt ja vielleicht diesen Weg in den Wald im Osten. Dann war da auf einmal die Prinzessin. Die blonde Prinzessin. Naja, es war ganz merkwürdig, weil... Oh, hallo. Vielleicht ist da irgendwas Gefährliches, was die Prinzessin auch bedroht. Ich passe auf mich auf, ja. Dorian, bist du's? Ja. Ah, sehr gut. Ich suche schon die ganze Zeit nach dir. Nach mir? Ja. Grüße. Ich schulde dir doch noch drei Taler für die Kartoffel vorhin. Ach ja, deswegen. Ja, natürlich. Ich möchte mich mit 5 Talern bedanken dafür, dass ich mir die Kartoffel vorgesteckt habe. Ich dachte fast, der wollte mich jetzt verhaften, dass das doch irgendwie rausgekommen ist mit dem... Oh. Trink erstmal ein und beruhige dich und denk genau darüber nach, was du vorhast. Mach dir gute Pläne. Okay. Flasche Wein tat gut. Hallo? Ist jemand zu Hause? Oh, fuck. ich habe auch nur noch eine halbe Stunde Zeit.
Wenn jetzt irgendwas schief geht. Okay, das ist creepy as fuck, Mann. Ich will ja auch nichts klauen oder so. Ich will ja nur gucken, dass hier alles mit rechten Dingen zu... Oh, mein eigener Schatten, okay. Oh, wow. Okay. Okay, das sieht aus nach... Ja. Hexenshit und schwarzer Magie. Gut. Ja. Ich mach mich auch mal auf nach Hause weh. Ne? Ein wunderschöner... gehabt ja, euch, gehabt euch und so. Ausmisten und so. Also Chaos ist hier noch, hier ist noch der... Oh, es ist... Oh, es ist Pepe! Pepe! Ja? Pepe! Was geht? Oh, Pepe! Wie geht's dir, mein Freund? Pepe! Hey, komm mal her, komm mal her, hier, nimm mal einen Schluck hier, du, ne? No, was ist das? Das habe ich noch nie. Das habe ich noch nie gesehen. Was? Warum trinkt ihr denn nicht in unserer wunderschönen Taverne, sondern hier draußen? Wir sind richtig dicke, sag ich dir. Na dann geht doch in unsere Taverne und zelebriert eure Liebe dort. Pepe. So, Gunnarsson, los, hier bring ich in den Stall. Wieso gibt's denn jetzt zwei von dir? Geht's dir gut? Oh. Hey, ich leck's wieder auf, Pepe. Ich möchte nicht unverschämt wirken, aber ich habe gehört, ihr braucht Stoff. Ja, Stoff? Wie jetzt so Seide? Nur bei uns, aber das ist nur für gute Kunden. Wir sind Stammkunden, sag ich dir. Okay, dann komme ich gleich wieder. Schlammkunde. Aber trink langsam, nur ein Tipp. Ja, langsam, schmangsam. Pippe, du bist echt korrekt. Ja. So, Prost! Prost, mein Bruder! Schön! Oh, Pepe! Pepe, nimm das! Hilfe! Pepe! Nimm das, das hilft! Oh, ich seh nix! Ich seh nix! Ich seh nix mehr! Ich seh nix. Du bist beim Greifenhorst, da hast du was getrunken, das macht alle blind, ekelhaft. Ja? Oh Gott. Wir leben Größen vom Greifenhorst. Erzähl das weiter. Wo es das gibt, gibt's noch viel, viel mehr. Wir leben Größen vom Greifenhorst. Wohl bekomm's. Dankeschön. Wo bist du? Wo wohnst du überhaupt? Hier. Oder. Wo ist denn hier? Wo ist denn da? Oh Gott! Oh Gott! Oh nee, Pepe! Ausgerutscht, meine Güte! Brüder, für immer, Pepe! Ich helf dir, Pepe! Ich hab dich! Ich hab dich, mein Kumpel! Geht's dir wieder gut, Pepe? Also, so langsam gewöhne ich mich wieder dran. Ich glaube, ich wohne da vorne. Wer ist hier in meinem Haus? Pepe, meinst du, da ist jemand in Not, der Hilfe braucht? Wenn wir denen helfen, vielleicht werden wir auch Ritter irgendwann. Ey, wir sind ja Nachbarn. Ja dann, Pepe, komm nochmal her, nochmal Umarmung hier. Oh Gott, das hat mir einen Fehler gegeben. Oh Gott. Hilfe, wir brauchen Hilfe. Der ist einfach umgefallen, Pepe. Oh Pepe, komm, ich bring dich nach Hause noch, komm. Ja, alles gut, Pepe, ey. Hat echt Spaß gemacht mit dir, ne? Hau dich rein, Pepe, hau rein, Mann. Ja. Ach, scheiß auf die Lichter. Boah, ich kann auch mit Lichter schlafen. Ich komm aber nicht aus dem Bett. Ach, egal, ich lehne mich einfach hin. Auf die Matte.